So gehen wir rein in Wird Palworld verklagt von Hit oder Shit. Let's go! Palworld ist ganz klar Pokémon mit Waffen und muss einfach von Nintendo geklagt werden. Zumindest war das unser erster Gedanke, nachdem wir das Game ausprobiert haben. Und als ob das nicht genug wäre, ist Palworld dann auch noch eins von sechs Spielen, das die Millionen geknackt hat bei... Ja, lustigerweise gab es sogar einen Tweet dazu mit CSGO bzw. CS2, die einfach nur irgendwie so ein Gift untergetweetet haben. Gleichzeitigen Spielern auf Steam. Nintendo wird sich gerade ziemlich ärgern, denn genau so ein Spiel hätten sie eigentlich jederzeit rausbringen können. Nur geschafft haben sie es nie. Palworld hat Nintendo so ein bisschen angezündet mit der ganzen Aktion, aber Copyright-Brandstiftung bei Nintendo ist bisher noch nie so wirklich durchgegangen. Aber diesmal scheint es anders. Was ist da los bei Nintendo? Oh, ich hoffe, dass jetzt Nintendo endlich wach wird und irgendwie Game Freak vernünftig da erzieht, sag ich mal. Beziehungsweise nicht erzieht, sondern da mal richtig auch Geld vernünftig geben. Sodass sie mal einfach mal ein Pokémon rausbringen, was wieder geil ist. So ein Pokémon, wie damals, wie Diamond and Pearl und so weiter, wo diese Pixel-Stil hast. Das war so cool. Scheiß auf 3D. Back to the roots, Mann. Selten hat es so ein Spiel gegeben, das kurz nach Release so einen Hype ausgelöst hat wie Palworld. Liegt aber auch daran, dass das Spiel so lange angekündigt war. Und ich sag nur, TikTok war geflutet davon eigentlich. Es ist eigentlich ja nur Pokémon meets Ark. Es ist Pokémon und Ark zusammen. Mehr eigentlich auch nicht. Aber es funktioniert so gut. Die Grafik ist meiner Meinung nach auch perfekt für das Spiel. Es ist gutes Spiel. Es macht Spaß. Es macht Spaß, das ist wichtig. Überrascht uns das? Nein, immerhin ist es genau das, was alle Pokémon-Fans schon immer wollten. Nur eben unter dem Codenamen Palworld. Das Game war zu Release so beliebt, dass es zu einigen Problemen mit Epic Games gekommen ist. Der japanische Dev Pocket Pair hatte nicht einmal einen Tag nach Release schon die erste Krisensitzung mit Epic Games. Palworld läuft nämlich auf den Servern von Epic Online Services und da wird natürlich nur so viel Kapazität zur Verfügung gestellt, wie viele Spieler vermutet wurden zu Release. Und die Vermutung war scheinbar nicht so hoch wie die Realität. Dem Druck der hunderttausenden Spieler konnten die gebuchten Epic-Server nämlich nicht standhalten. Und für uns hat das bedeutet Verbindungsprobleme. Und genau deswegen habe ich Singleplayer gespielt. Nein, eigentlich nicht. Ich habe einfach direkt einen Singleplayer reingestartet, weil entweder Singleplayer oder ich hoste den Server selbst. Ich gehe auf keine Public-Server, weil entweder werde ich gespoilert, ich werde gekillt, ich werde getrollt. Ich werde einfach nur abgefuckt, so. Public-Server gehe ich nur, wenn wir auch trollen wollen. Das kennen wir so natürlich auch schon von New World, Diablo und auch WoW zu Beginn von jeder neuen Expansion. Da waren die Queue-Zeiten der Spieler länger als die eigentliche Spielzeit und selbst wenn man dann mal reinkam, war die Chance recht hoch, direkt wieder rauszufliegen. Mittlerweile ist das sogar schon ein Zeichen für Qualität geworden, wenn die Server am ersten Tag einknicken. True. Ist ja auch klar, zu viele Spieler ist doch ein Problem, mit dem man gerne arbeitet als Dev. Wenn Pocket Pair gemeinsam mit Epic Games diese Probleme rechtzeitig lösen kann, dann kann die Playerbase auch sicher darüber hinwegsehen. Genauso wie wir darüber hinwegsehen, dass 75% von euch unsere Videos ohne Abo ansehen. Aber cool wäre es trotzdem, wenn das gefixt wird. Neben den Verbindungsproblemen haben die Spieler auch mittlerweile einige Bugs entdeckt. Es sind jedoch bis jetzt keine Game-Breaking-Bugs dabei. Und das, obwohl Palworld eigentlich ein Early-Access-Game ist. Einige Bugs haben wir auch bei uns schon im Stream gehabt. Die könnt ihr natürlich alle auf dem VTakiro Uncut-Kanal sehen. Da habe ich jetzt die ganzen Pirate-Streams hochgeladen. Bis auf ab und zu mal ein paar Lags. Ein Mammut fliegt in die Luft. Mobs kommen vom Himmel gefallen. Ist noch nichts Game-Breaking-Technisches passiert. Also so der Klassiker, was Bugs angeht. Also Gegner, irgendwas fliegt in die Luft. Du kannst etwas machen, was du nicht machen kannst. Ich war einmal unter der Erde, kam aber wieder raus, indem ich einfach hochgeklettert bin. Du kannst die Bosse fangen. Oh gut, ja, es gehört dazu. Es ist ein Feature, kein Bug. Fertiger als so mancher Full-Release von unseren heutigen AAA-Studios. Trotzdem sorgen die kleinen Bugs für Gelächter im Internet, wenn der Charakter in T-Formation statt mit dem Glider durch die Gegend segelt oder wenn man beim Pals-Fangen meterweit in die Höhe geschossen wird. Aber nochmal, diese Bugs sind lächerlich, wenn man sie mit anderen Releases vergleicht. Und dazu sind sie noch ein recht kleines Studio und hatten auch noch am ersten Tag Serverprobleme wegen zu vielen Spielern. Dafür war der Release schon krass gut. Jetzt aber der Punkt, den wir schon alle gedacht haben und der Pocket Pair massive Probleme machen könnte. Was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr Pals seht? Ja, genau. Die kommen euch ziemlich bekannt vor. Sind das nicht Pokémon? Teilweise könnte man sogar Pokémon-Namen zuordnen, weil die Pals nur aussehen wie ein kleiner Recolor. Ich meine,
Ja, stimme ich zu, aber I don't know, sollte man sowas echt nur an Pokémon binden? Okay, klar, Recolor, die Stars oder Ähnlichkeiten, aber ganz ehrlich, hat nicht Pokémon damals auch aus 1968er Dragon Quest geklaut? Weil ich meine, Pokémon sehen auch aus wie die Dinger aus Dragon Quest von früher. Also im Endeffekt, kann auch sein, dass ich mich hier einfach nur Scheiße labere, aber Dragon Quest-Viecher sahen genauso aus wie Pokémon und das gab es davor schon. Und ganz ehrlich, die aktuellste Generation von Pokémon sieht auch nicht so geil aus. Ich sag nur Schwert und Schild, wo die Teetassen da sind, Kuchen und Minecarts. Schaut euch diese Bilder an. Wir reden hier nicht über die Gemeinsamkeiten, die CS und Valorant haben. Einige Pals sehen einfach 1:1 aus wie das Pokémon, von welchem es garantiert inspiriert wurde. Wie kamen die überhaupt bis zum Release, ohne dass die Anwälte von Nintendo schon einen fixen Arbeitsplatz in Pocket Pairs Büro haben? Vor allem, weil Nintendo ja bekannterweise richtig streng ist bei solchen Dingen. In der Vergangenheit war Nintendo neben ihrem 50. Remake eines Super Mario oder Pokémon-Spiels dafür bekannt, Mods, Community-Projekte und andere Spiele mit Klagen zu überschütten, wenn sie auch nur ansatzweise Ähnlichkeiten mit ihren Games aufweisen. Ist auch ihr gutes Recht, sie haben ja alle Patente und Marken rechtmäßig geschützt. Manchmal waren sie vielleicht etwas zu streng, aber prinzipiell ist es wie gesagt ihr gutes Recht. Es ist auch erstaunlich zu sehen, wie angepisst viele Pokémon-Fans auf Palworld sind. Können wir als Pokémon-Fans gar nicht wirklich verstehen. Wir sind stinksauer auf Nintendo, um ehrlich zu sein. Denn das hätten die schon längst bringen können, so ein Game, und es war nur eine Frage der Zeit, bis irgendein kleines Studio ihnen zuvorkommt. Wie schafft es aber so ein kleines Indie-Studio, jetzt so ganz ohne Konsequenzen davonzukommen? Für die Erklärung haben wir kurz Jura studiert, so gut es ging an einem Nachmittag. Okay, erzähl mir, was da los ist. So krass bin ich in dem Thema nämlich auch nicht drin, aber ich will es gerne echt wissen. Pocket Pair hat nämlich die rechtliche Situation bisschen gedribbelt, um sich aus den größten Problemen rauszuhalten. Das war so ein bisschen juristisches, der Boden ist Lava, nur in diesem Fall ist die Lava ein Gerichtstermin mit Nintendo. Die wichtigsten Punkte, die in solchen Fällen greifen können, sind Urheberrechtsschutz, Patente und die Marke. Diese drei Unterkategorien bilden im Großen und Ganzen das sogenannte geistige Eigentum, mit dem ein Unternehmen oder ein Künstler Spiele, Filme und Musik schützen kann. Wird dagegen verstoßen, gibt's Schadenersatz oder einen Stopp der Verbreitung. Oder beides. Patente sind im Fall von Palworld nicht relevant. Die anderen zwei Kategorien sind aber umso wichtiger. Urheberrechtsschutz und Markenschutz sind nämlich sehr ähnlich. Und im Fall von Pokémon darf nur Nintendo bzw. die Pokémon Company Spiele mit dem Namen Pokémon als Marke auf den Markt bringen. Was in diesem Fall ja nicht passiert ist. Also es ist Pirate. Und weiter vertreiben. Gut, klingt ja auch richtig und logisch. Wichtig ist aber, dass das Konzept, Monster mit Bällen zu fangen, nicht urheberrechtlich geschützt werden kann. Und deshalb ist Palworld bei diesem Aspekt ihres Spiels ziemlich safe unterwegs. Genau das habe ich auch mitgekriegt, weil Pokémon hat nur Trademark-Rechte technisch auf, oder Copyright-Rechte auf Pokémon. Aber nicht Sachen mit Bällen fangen. Das ist so, als würdest du Luft atmen, copyrighten und niemand darf mit Luft atmen, es sei denn, du zahlst die Gebühr oder so. Bei der Ähnlichkeit zwischen den Pals und den Pokémon wird die ganze Sache jedoch spannender. Es gibt nämlich tatsächlich Pokémon, die Nintendo als Marke geschützt hat, aber eben nicht alle. Die eigens geschützten Pokémon sind Pikachu, Bisasam und Glurak. Das liegt vor allem daran, dass diese Pokémon mehr oder weniger Maskottchen für das Spiel und die Firma dahinter sind. Und die werdet ihr deswegen auch nie in irgendeiner Form in Palworld oder einem anderen Spiel finden. Palworld hat sich dieses Detail aber jetzt genommen und ausgenutzt. Denn nicht jedes Pokémon ist markenrechtlich geschützt. Ja, dann machen wir doch einfach die nach, die nicht geschützt sind. Noch dazu kann man einen Artstyle, also wie man gewisse Charaktere zeichnet oder animiert, nicht schützen. Es gibt jedoch im Urheberrecht eine riesige Grauzone, die vor allem bei Games teilweise bis zum Maximum ausgereizt wird. Riot kann zum Beispiel ein Lied davon singen mit dem Mobile-Klon von LOL. Also das Ganze nochmal zusammengefasst, Pocket Pair hat mit Palworld ein Spiel kreiert mit einem wahnsinnig ähnlichen Artstyle im Vergleich zu Pokémon und hat sich dabei Grauzonen im Urheberrecht und Markenrecht zunutze gemacht. Kann man machen, ist jetzt nicht die geilste Aktion an sich, wenn ich drüber nachdenke, aber ganz ehrlich, ist es nicht sogar vielleicht da das Spiel jetzt, genau das Spiel, was ein Weckruf für Nintendo ist, dass endlich mal die Pokémon-Ecke mal deutlich besser wird, weil ich meine, persönlich gesehen sind die letzten Pokémon-Teile einfach absolut Bullshit gewesen. Arceus, das war auch Rotz, außer natürlich das Gameplay technisch war es okay, aber die Welt war Rotz. Diese Kamezin und Purpur, laggy, es war nicht schön. Pokémon
Evoli, Pikachu war eigentlich nur Pokémon Go, nur ein bisschen im Singleplayer erweitert und Kampagne und dies, das. Schwertenschild war okay, aber war auch nicht geil. Nach meiner Meinung ist halt so Pokémon selbst einfach nach Schwarz und Weiß einfach zu Ende gewesen. Auch wenn ich Schwarz und Weiß eigentlich nie gespielt habe. Aber ich habe Videos gesehen, das reicht mir schon. Selbst ein Diamond Pearl Remake war jetzt nicht so geil. Es steht nämlich nirgendwo Pokémon. Und im Game kann man auch keine Pearls fangen, die aussehen wie Pokémon, die Nintendo markenrechtlich schützen lässt. Sie haben genau die Dinge kopiert, oder pardon, sich von den Dingen inspirieren lassen, die nicht schützbar sind. Wie gesagt, sie haben Der Boden ist Lava mit dem derzeitlich rechtlichen System gespielt. Aber das bedeutet nicht, dass sie komplett safe sind. Nur, dass es momentan noch keinen klaren Grund gibt, mit dem Nintendo klagen kann. Es könnte jederzeit etwas kommen. Eine Vermutung liegt zum Beispiel im Zusammenhang mit der Medienberichterstattung zu Palworld. Da wird das Game nämlich ziemlich konstant, auch zu Recht, als Pokémon mit Waffen beschrieben. Und das könnte rechtlich durchaus ein Mittel sein, wenn die allgemeine Meinung zu Palworld so klar Pokémon mit Waffen ist. Wenn wir das alle so sehen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es auch irgendwann ein Richter so sieht. Mhm. Es gibt auch einen gerichtlichen Einzelfall, den sich Nintendo zunutze machen könnte. In den USA haben die Macher von Tetris im Jahr 2012 einen Tetris-Klon verklagt, der auf iOS erschienen ist. Das Spiel hieß Mino und hatte eine sehr starke Ähnlichkeit mit Tetris. Sehr stark. Der Richter in dem Fall hat, wie wir schon oben erwähnt haben, noch einmal bestätigt, dass es nicht verboten ist, ein Spiel mit ähnlichen Mechaniken auf den Markt zu bringen, aber für ihn hat Mino einfach zu ähnlich ausgesehen und hat den sogenannten Squint-Test nicht bestanden. Das bedeutet, dass der Richter Screenshots von beiden Spielen gegenübergestellt hat und nur beim ganz genauen Hinsehen überhaupt Unterschiede entdeckt hat. Deshalb auch das englische Wort Squint für die Augen zusammenkneifen. Dieser Test war dann ausschlaggebend für den Richter, um für Tetris und gegen Mino zu urteilen. Jemand, der Pokémon nicht genau kennt und die beiden Games direkt gegenüberstellt, naja, kann man es dann wirklich auseinanderhalten? Ja gut, ich sag zu dem Spiel natürlich auch Pokémon mit Waffen, ne? Also wenn jemand mich fragt, wie passt zu Palworld zusammen? Ja, Pokémon mit Waffen und Ark. Aber wie willst du jemandem einfach das Spiel erklären, der keine Ahnung hat, was ist? Willst du jetzt sagen, du fängst so ein paar Haustiere mit so komischen Bällen und denen gibst du Waffen und mit denen kannst du Waffen benutzen und alles so drin. Digga, wenn jemand sagt, Pokémon Waffen, weiß er schon Bescheid. Dann weißt du bei Pokémon, was für eine Mechanik dahinter heißt. Du fängst die Viecher, levelst sie und so weiter. Irgendwie ein knappes Ding für diesen Squint-Test. Es ist überhaupt schwer vorstellbar für uns, dass Nintendo gar nichts gegen Palworld machen wird, vor allem weil in dem Game auch noch so viel darkes Zeug in Verbindung mit den Pals passiert. Waffen, Versklaven, zu essen machen, Menschenhandel, das könnte wegen der Ähnlichkeit zu den Pokémon das familienfreundliche Image von Nintendo indirekt schädigen. Und da sind sie sehr empfindlich. Rechtlich vorgehen wollen und rechtlich vorgehen können, sind aber in diesem Fall noch nicht ganz beieinander. Es wird jedenfalls schwierig für Nintendo und trotzdem wir eigentlich Nintendos Games echt gerne haben, war es unserer Meinung nach an der Zeit, dass irgendwer anderer das Pokémon-Genre mit Gewalt an sich reißt, so wie Palworld das gerade macht. Nintendo hat Pokémon über Jahre nur noch ausgelutscht und vernachlässigt und Konkurrenz, wie wir wissen, bringt Schwung in den Wettbewerb. Mhm. Also vielleicht klagt Nintendo ja nicht, sondern zieht einfach selbst bei Pokémon wieder an. Naja, werden wir sehen. Was sagt ihr dazu? Findet ihr, Palworld macht etwas Gutes oder etwas Böses? Und denkt ihr, Nintendo wird noch klagen? Sagt es uns in den Kommentaren oder gerne auch mir im Livestream. Okay, bye! Ja, ich sag dazu einfach ganz ehrlich, Pokémon brauchte Weckruf. Das ist der Weckruf, weil vor allen Dingen, was Finanzielles angeht, werden die wahrscheinlich darauf eingehen irgendwie. Ich hoffe, die ziehen bei Pokémon nach. Und meine Meinung zur ganzen Palworld-Geschichte und so weiter. Es ist ein Spiel, was Spaß. Wir hatten in den letzten Jahren so wenig Spiele, die halt einen so catchen und Spaß machen. Ich sehe nur Twitter komplett voll mit ganzen Hate und so weiter. Aber die meisten sehen einfach nicht, dass es einfach ein Spiel ist, was jetzt einfach Spaß macht. Da sind auch genau die Leute zum Teil, die sich beschweren mit, es kommen keine coolen Spiele mehr raus, es wird nicht so viel krasses Zeit investiert und so weiter. Ja, er kommt halt nicht, weil keiner das Budget hat oder keine Ahnung, dass alles gefühlt rechtlich abgesichert ist und die einfach Angst haben, da was zu machen. Keine Ahnung, wie kann man es am besten erklären? Wenn ihr diskutieren wollt, tut es in die Kommentare. Bleibt konstruktiv, keine Beleidigung ähnliches. Und das war's mit dem Video. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüssi.